So, mein Schatz. Ja. Wir spielen heute Peek and Peek VR, ein Escape Horror Game. Normal einfach, wir nehmen normal, ne? Ja, machen wir normal. Das soll ein bisschen schwierig sein, ne? Und lauter sprechen. Ja. Wurde Ihr öffentliches Image beschädigt, brauchen Sie ein erfolgreiches Comeback, keine Sorge, ich bin für Sie da. First Love erzähle ich. Hallo, freut mich, dass mein Inserat Sie angesprochen hat. Blop, 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 blop. Mhm. Danke, freue mich auf das Kennenlernen. Brauche noch die Adresse. Lass uns bei mir in meiner Hütte treffen. Ein perfekter Ort zum Kennenlernen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Bitte, nur kein Mensch ist. Naja, wir sind auf dem Weg. Ja, sitzt jetzt im Auto. Meter. Kann man nicht steuern, das ist ein Film. Ach so. Da sind Quallen und... Da war was. Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht, sagt das mal. Na ja, da bin ich ja mal gespannt. Siehst du den? Nein, ich sehe den nicht. Wo ist denn der versteckt? Von der anderen Seite. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Ja. Aufgewacht und hier brummt ein Handy. Anonym stand da drauf. Anonym. Wir wissen, ob ich böse oder brav gewesen bin. Ja, das ist geil. Mein Schatz, ich bin immer brav. Ja, ne? Gucken wir uns erstmal hier um. Ja. Ist aber alles dunkel, was wir irgendwie Licht anmachen. Siehst ja gar nichts. Lichtschalter mal hier. Zack. Na schön. Sprache werde Licht. Ach, toll. Das war's dann mit deinem Licht, hä? Glühbirne kaputt. Feuerzeug. Ah, wunderbar. Hast du jetzt ein bisschen Licht. Kugel aber nicht die Hütte nur ab. Campus-Killers anzusprechen und wie dieser unsere Einstellung zu der Tradition des Campuslaufs ändert. Machst du denn mit den Walnüssen da? Aufräumen. Aufräumen. Auf eure Anrufe. Ein paar Worte zum Brauchtum. Ja, auch ihr seid schon ganz... Ich sehe auch was. Russische Volksmärchen. Ich hab was gesehen, da oben ist noch ein Tannenbaum. Oder so ein Teil da oben. Meister der Zeichnung, ha? Da oben ist sowas. Ja, genau, das meine ich. Ist das so eine Weihnachtskugel da oder was? Ja, Schneekugel. Aha. Aber hier ist auch Hitze. Aha. Ja, mit Buchstaben, ne? Gleich mal alles hier, vorne auf dem Tisch. Guck mal, da steht da draußen einer, kann das sein? Am Fenster? Ja, nee, ach nee, der hängt. Hat mal gestanden. Der hängt da. Der hängt am Baum fest. Wer bin ich? Na gut. Hier ist ein Brett. Mit 1, 2, 3, 4. Irgendwas. Da muss was drauf. Und ist auch mit Elektrik verbunden. Aha. Hat irgendwas zu bedeuten. Hier ist ein, auch ein Schloss mit Buchstaben. Mit Buchstaben, genau. Gekoppelt, ich denke mal mit Sprengstoff. Oh Gott. Ja, das ist ein Adventskranz. Kann man jetzt machen. Ja, es weihnachtet schon sehr. Eine. Oh, da ist was drin, hä? Da ist was drin. Muss man kaputt schmeißen.
zweite Opfer. Gibt's nicht, oder was? Die Leiche des Thomas B. Geht nicht. Was? Gewalt. Oh. Jetzt. Ah, guck mal, da ist ein Püppchen. Es könnte auch zum Brett gehören, ne? Man muss das richtige Zeichen aber da drauf setzen. Ja, das ist das, ja. Ja. Da brauchen wir noch drei. Na, wenn zwei da nichts ist. Guck mal, ob die Schränke aufmachen kannst, alles aus. Ritualmord an Patricia G. 33. Ja. Weg Traumaerinnerung an Krampuskiller. An den Krampus. Er ist mir vorhin begegnet da im Auto. Naja? Hat er mich blöd angeguckt. Bist du sicher oder was? Wir haben auch schon unseren ersten Anrufer. Ja, hallo. Anna Schränke, ja, geht doch auf, ja. Ich bin ein großer Fan Ihrer Sendung. Wir sprechen heute eine ganz wichtige Frage. Ja, alle Lea ist ja gar nicht drin, ey. Schön versteckt. Gruß Krampus. Hoffentlich warst du nicht unartig, dann wird es richtig abartig. Ein Poet, unser Krampuskeller. Ja. Und hier war weiter nix. So ein Schrank. Noch so eine. So eine Karte dran. Krampus aus dem Walde schleicht, das Opfer totenstarr erbleicht. Mhm. Uhr. Aha. Da fehlt das Armband davon, ne? Zeigt 20 vor. Nee, kurz 20 vor 9. Gerade wollte ich gerade sagen, kurz vor 9, ne? Nee, ist nicht hinten drauf. Aber da fehlt das Armband, ne? Da fehlt ein Armband. Was ist da oben? Eine Zinkfigur. Aha. Vielleicht brauchst du die ganzen Gegenstände noch, hä? Keine Ahnung. Und eine Holzfigur beschmiert mit Blut. Ist das eklig. Ja, die wurde bestimmt irgendjemand über den Schädel gezogen. Ja, klar, über den Schädel. Ja, ja. So. So, guck mal. Ob da noch irgendwas ist. Hier ist noch ein Schrank. Noch ein Schrank. Eine blutverschmierte Skimütze. Ist das eklig. Und noch ein. Noch ein Zettel. Krampus Killer, zweites Opfer. 35-jähriger Social Media Star. Oh. Mhm. Auch ermordet. Kommst zur nächsten Tür rein, oder was? Hä? Sind das Töpfe da unten oder was? Töpfe, Wasserkocher. Kannst du eine Runde kochen, ne? Guck mal in den Ofen rein, wollte ich gerade sagen. Ah, da ist auch was drin. Ne? Ein Flyer. Verfügbar. Kannst du ein Anwesen kaufen. Immobilienmakler Paul Semak. Geschäftsführer und Visionär. Aha. Auf den Gipfel der Welt. Das lege ich mal da hinten hin. Genau, leg das auch mal dazu. Hör mal. Das sind aber komische Geräusche da, ne? Hier pfeift jemand. Ja. Da ist jemand. Und der guckt dich aber an. Genau an. Naja, was du da drinnen machst. Der klopft an die Scheibe, Schatz. Der will zu dir rein, ne? Hm.
Spitze. Ah, ja, guck mal hier. Ich hab noch einen. Oh, der war aber versteckt. Habe ich auch kaum gesehen da oben. War ich versteckt da oben. Ja, wenn man nur ein Feuerzeug hat, kann man nicht viel sehen. Da waren es nur noch zwei. Ja. So, wo waren wir denn? Wir waren hier. Hm. Geh mal, guck mal in dem Krug da, ist da was drin? In dem Bierkrug. Hä, da ist was runtergefallen, oder? Wo hast du das gewusst? Nein, ich hab's vermutet. Hä? Was macht der da? Der hat doch was anderes auch zerstören, das sind mehrere. Der hat hier auch so ein ähnliches Zeichen, das sind bestimmt vier. Ja. Weil das eine Zeichen hier vorne, der eine das eine Zeichen gehabt, nicht das hat er gehabt. Und der hat jetzt irgendein anderes, was auch hier auf dem Bett ist. Ja. Hat er auf der Stirn gezeichnet. Ist ja schon witzig. So, da fehlt noch eins, ne? Da fehlt noch eins. Gucken, wo das versteckt ist. Die Tür kann ich auch gehen, da steht ein Tisch vor. Nee, kommst du nicht raus. Bist eingesperrt. Low, was will denn der andere und Low? Da jemand. Ja, da ist auch jemand. Der beobachtet dich. Oh, da. Guck, der hat auch wieder was anderes auf der Stirn. Ja. Oh, jetzt hat er Gänsehaut. Ja, ich aber auch hier. Beim Zugucken. Wieder eine Karte. Entsetzt vor Schreck sind alle Leute. Er schlug schon wieder seine Beute. Mäuschen, geh da nochmal zurück. Da war da nicht noch was drin, ne? Nein, geh nochmal ein Stück zurück. Bei dem wurde aufgeschoben. Wurde die Karte rausgeholt hast. Da ja, war noch. Da war da noch irgendwas drin, oder? Das hätte ich beides mitgenommen. Guck mal, was da. Was? Ja, ein Schlüssel, Medaillon. Oder? Nein, das ist ein Medaillon. Ach so, sah aus wie ein Schlüssel. Mhm. Hier unten, ach, hier haben wir noch. Noch ein. Das dritte Opfer. Da sind ganz schön viele ermordet worden, ne? Ein alter Mann, 42 Jahre. Alter Mann. Ha! Wie alt bin ich denn dann? 42 ist noch kein Alter, ne? Nein, das heißt 42 Jahre alter Mann. Ja. Aber da sind doch überall Zahlen, das hat doch irgendwas zu bedeuten. Guck mal. Ja, das ist eingekreist. Ja. 33, 35 Jahre und 42 Jahre. Muss irgendwo ein Zahlencode sein. Da vielleicht da schon wieder einer da rum ums Haus. Siehst du den nicht? Da. Schon wieder einer. Was sind das für Toten? Mäuschen. Gleich kommt. Nur ein Campuskeller. Geister. Mhm. So, hier haben wir. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Safe. Oh, genau, warte mal, das sind noch zwei, vier. Das kommt doch hin mit den Zahlen. Was war das jetzt nochmal gewesen? Wie alt da der Opfer sei. Ja. Was war das erste? Ja. Ja. Dann sind Sie so, da haben wir das vierte Bäumchen. Ganz richtig. Wir bieten Ihnen exklusive Rodung und atemberaubende Verschmutzung, gekoppelt mit falschen jetzt Versprechen und unaufhaltsamer Geldgier. Mein Name ist Paul Seemack und ich bin oh, hier ist was runtergefallen. Ja. Oder liegt ein Zettel? Hier ist noch eine Kerze, die mache ich mal an. Ja. Was steht da drauf? So, das hat hier was hiermit zu tun. Ja. Da ist garantiert ein Schlüssel drin. Und ein Rätsel. Kannst nicht entkommen, die Teufelskralle sitzt fest in seiner Höllenschnalle. Höllenfalle vielleicht? Höllenfalle. Ja? Reimt sich doch. Kannst nicht entkommen, der Teufelskralle sitzt fest in seiner Höllenfalle. Höllenfalle. Mal gucken. Höllenfalle. Ob mein Schätzchen recht hat. Ja, probier mal.
L. L. Und E. Und ein E. Oh, hat geklappt. Geil, hat funktioniert. Haben wir den Schlüssel. Höllenfalle. Schlüssel, Schlüssel. Ah, genau. Ja, irgendwo war eine Truhe. Ja, hier war die Truhe, die gar nicht so registriert. Ach so. Wer bin ich? Muss dich bücken, ne? Wer bin ich? Wer bin ich, sagte ihr. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, weiß ich auch nicht, wer du bist. Wer bin ich? 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 Ja, dann guck mal da rein. Wer bin ich? Ach du Scheiße. Hä? Jetzt geht die Klappe wieder zu. Alles Vermisstenzettel. Nina Weiß. Lukas Steiner. Oh Gott. Ein fleißiges Kerlchen und unser Campuskiller. Ja, der hat die alle getötet, ne? Olaf Berger. Aha. Haben Sie diesen Mann gesehen? Gott, da sind aber ganz schön viele da drin, ne? Sven Wagner. Wagner. Paul Semak, den habe ich doch vorhin schon mal gesehen. Ja. Also, wo habe ich den denn gesehen? Der ist doch auf dem Prospekt, glaube ich, gewesen. Der hat ja nicht Werbung gemacht. Auf dem Flyer, ne? Ja. Das war, ich weiß nicht, ob das so wirklich richtig ist. Lena Meyer. Oh, ich habe das ganze Schloss in der Hand. Ist ja geil. Wollte ja alles kaputt gemacht, ey. Guck mal, was drauf ist, ne? Also er hier. Ja, der Paul. Der Paul. Den habe ich doch, den haben wir doch. Hier ist auch der Paul. Ja, da ist er, der Paul. Der Paul. Zuletzt gesehen, Paul, bekannt von seinen TV-Auftritten, der das Immobilienmakler, das da ein Star wurde, das ist noch so. Paul, wer bin ich, wo ich die Tour aufgemacht habe? Ja. Wer bin ich? Hier steht auch, wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ich will mal Paul eingeben. Ja, gib mal Paul ein. Ja, so ein Buchstaben. Kommt ja hin. Wer bin ich? Ich bin der Paul. Buchstaben sind noch dicht, verdächtig, dicht nebeneinander. Paul? Geht's auf? Ja, hier hat sich was getan. Ja. Hier ist eine Klappe aufgegangen. Wo denn da? Hier. Ach, da unten. Oh. Ist wieder zugegangen. Was denn? Da geht in... Geht's in den Keller runter, hä? Schwer ist es. Schwer. Oh, da kam eine Fledermaus an. Ja, klar. Da kam eine Fledermaus. Sah aus wie eine Maus oder Ratte oder so. Vom Ton her. Guck mal, da läuft jemand. Das war jetzt aber nicht nett. Was war das denn? Eingesperrt im Keller. Oh Gott. Wo bist du denn da jetzt? Was sind denn das für ganzen Tuben da? Keine Ahnung. Irgendwie hier Drogen. Drogen! Ja, da hat er seine. Ja! Mit. Drogen. Hier liegt ein Schlüssel. Hast du das schon gesehen da? Ich habe das noch nicht vollziehen. Durch die Scheibe. Durch die Scheibe, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wo gehört der Schlüssel hin? Ein Schlüssel, doch, mein Schatz. Ja, das weiß ich auch. Hier auch oder nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, nee. Hier ist eine Tür. Ah, da ja. Ach, gut, musst du da jetzt schon rein. Durch? Fast. Hm? Bist du da schon rein? Patricia. Ist er den? Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Jetzt ist denn so ein anderen Raum gekommen. Ja, genau, du musst auch mal hier durchwühlen. Eins nach dem anderen. Genau. Hier ist ein Tablet. Also ja, schön. Muster zeichnen zum einen. Entsperren. Na komm,
Patricia aus Salzburg. Oh Tannenbaum. Ja. Oh Tannenbaum. Kann ich umblättern. Thomas B. aus Hallein. Wisst ihr denn etwa nicht, dass Menschen weltweit deine Stimme im Radio... Da ist wieder der Paul. Paul. Oh Tannenbaum. Aber warum ist hier 4 und dann 3? 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Ich sagte singen. 1. Guck mal hier. Ja. 1. 1 ist, die kommt aus Salzburg. Salzburg ist hier, ist 1. Garantiert das Muster von dem Ding. Von dem Tablet zum Entsperren. 2 ist Hallein. Salzburg ist Hallein. 3. 3, das ist nicht 3, Anger, das ist 4. 3 ist Bad Reichenhall. Aha. Anger, also zack, zack, zack. Das ah, ist, wie so ein, ja, wie so ein Häuschen. Das war irritierend, weil das 1, 2, 4, 3 ist. Ach so. Was habe ich gesagt? Also von oben nach unten. Ja, von oben nach unten. Ich muss mal Feuerzeug wegmachen. Ups. Ja, sonst brennst du das Tablet ab. Oh, hat sogar geklappt. Das Ende ist nur der Anfang. Ruprecht. Das Ende ist nur der Anfang. Ende. Das Ende. Ende groß geschrieben. Ende. Das Ende ist nur der Anfang. So, was ist das hier? Oh. Das hat auch was zu bedeuten. Guck mal, da steht was an der Wand. Ach so. Die Hoffnung. Das ist ja alles verkehrt. Beständigkeit gibt Trost und Kraft. Das ist ja alles verkehrt geschrieben. Seite. Das, die. Die heißt das, die Hoffnung. Also das R. Der R vielleicht. U, R, U. R, U. Und Beständigkeit. Trost und Kraft. Doppel T, R, U, T. Gut. Zu jener Zeit. E. Gute. Gute. Wenn das kommt hier hin, dann sind 4 Buchstaben. Route, wie die Route. U. Ist da überhaupt ein U? Gibt's kein U. Doch, hier ist ein U. Und dann E. Nein, tut sich nichts. Doch. Oh. Guck mal, es kommt ein Stift. Ah, vielleicht kannst du die Tafel damit anzeichnen. Vielleicht hätte man das vielleicht schon vorher machen sollen, oder? Geh mal da hoch. Ja, dann hättest du Salzburg runter. So und so, genau. Ja, so haben wir es ja auch rausgekriegt. Weiß ich nicht. Ja, so hätte es auch rausgekriegt. Wir haben erst das andere Zeichen gemacht. Schatz, das Männchen gehört nicht dazu. Was machst du da jetzt? Malst du denn da jetzt? Das bist aber nicht du. Geld ausgeben. Du musst aber ganz lange Haare dir malen. Ja. Das sieht schick aus. Keine Ahnung, was das mit dem Stift sagt. Ja, das war, ich denke mal, dass der Stift, das hätte man vielleicht vorher lösen müssen. Ja, aber du kommst auch hier mit dem Dings drauf. Ja, vielleicht waren das 2 Möglichkeiten. Man ist ja entweder mit, ja, stimmt. Hallein unten. Ja. Dann, das ist ja, das braucht man ja. Und den Stift dann, ja, vielleicht kann man das extra nochmal nachzeichnen, keine Ahnung. Timer. Was hast du bedeuten? Oh. Verschmutzung. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen knifflig, das Ding, ne? Gekoppelt mit. Was sind denn das für Gesichter da an der Wand? Gekoppelt mit falschen Versprechen. Sieht ja interessant aus. Und Geld. Ach, gespensterisch. So, was haben wir hier? Ein mein Name ist Paul. Video. Ein Video. Binäres Alphabet. Oh Gott. Mit 1000 vielen Zahlen. Mein Name ist Paul Seemack und ich bin für all das verantwortlich. 1. Also rufen Sie jetzt an. 2, 1 ändert sich die Zahlen. 1, hier kommt binärer Code. 0100 1101. 900 oder was? Oh, das haben die uns aber einfach gemacht. Ist ja schon markiert. 0100 1101 M. M, ja, warum haben die da schon gestrichen? 0
100, 101. Mal gucken, ob das auch gestrichelt ist. 0, 100, 101. I. Und was man auch 3 ist. 0, 1101. Ja, das bestimmt ja E, ne? Ja. Ja, das ist ja einfach. E. Ja. Oh, das ist eine Verarsche, das ist auch eine Falle. Eine Falle? Eine Falle. Was willst du jetzt da eingeben als Anfang? Ein M, I? Nee, am Anfang kommt irgendwas mit 4 Buchstaben. Bis hier unten, da. Ach so, ja. Und hinten 3. Mal kurz gucken. M, I, hier haben wir schon mal gar kein E. Hier haben wir keinen, doch M, I, E. In der Mitte glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass das M, I, I, hinten ist ein E. 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 Aber hier vorne kommt irgendwas mit 4 Buchstaben noch hin. Hier kommt was mit 4 Buchstaben hin. Ja, aber gehen wir da drauf, da stand da irgendwas da drauf. Auf den Zettel. Genau, dieses Plakat, jetzt hast du doch gerade in der Hand gehabt, das Grüne. Das Tablet. Das Ende ist nur der Anfang. Das Ende groß geschrieben. Ende. Das sind ja 4 Buchstaben. Das Ende ist nur der Anfang. Das Ende. Ende, nee, und was was wird das Ende groß geschrieben, weil das am Anfang kommt? Vielleicht würde das am Ende. Ende. Wenn es stimmt. Ende wie? Endemie heißt das dann, oder was? Ende. Mie. Endemie, Endemie. Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt richtig gewesen. So. Drück mal den grünen Knopf da. So, jetzt. Oh Gott. Es wird dunkel. Na super. Gerade Bildschirm. Jetzt kommen die Geister und holen die Schatz. Was passiert da jetzt? Ich hab keine Ahnung. Oh, die Tür ist aufgegangen. Also, wo du da raus kannst, oder was? Ja, welche Tür denn? Du bist dann in einem Raum. Ach, da ist eine Tür aufgegangen. Jetzt gehst du Treppen hoch, oder was? Mhm. Oh Gott. Hubschrauber. Was hörst du? Ein Hubschrauber. Ja, der holt dich bestimmt jetzt ab, oder? Also hast du das Rätsel gelöst scheinbar, ne? Oder wie? Du hörst wieder zu. Was? Dann kommst du nicht mehr zurück. Ja, ja, Ende. Da muss ich auch nicht unbedingt rein. Ja. Oh, da sind Fuß. Ja, welche Richtung? Fußspuren. Ja. Der Hubschrauber ist da hinten links. Ich glaube nicht, dass das. Ich weiß nicht, wo du lang musst, Schatz. Ja, dann nimm die mal. Nein, Taschenlampe. Ich nehme das Feuerzeug in anderen Hand. Die klingt nämlich schon so komisch. Geht die Taschenlampe? Oh, guck mal da. Oh! Na, Schnuckelchen. Das ist aber blöd, ne? Bin raus. Du hast. Ich bin mal will aber weg hier. Was war das? Der pfeift. Ich mach erstmal vom Acker hier. Ja, ja. Würde ich an deiner Stelle auch machen. Der ruft bestimmt seine Freunde gerade. Aber warum sind da Fußspuren? Du läufst da jetzt erst da lang. Na, da ist vielleicht einer vor mir schon lang gelaufen. Ach so. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Da laufen wir. Da ist noch einer. Oh, hier wird irgendwas geschossen. Oh. Schatz. Was war das? Die haben mich gekillt. Ich weiß es nicht. Letzter Versuch. Was? Die haben dich gekillt? Ja, die haben mich gekillt. Nicht, aber weg da. Oh, du musst dich beeilen. Jetzt bist du aus dem Haus und die killen dich. Das ist ja der Hammer. Vielleicht war ich zu hell, ich lasse die Taschenlampe da liegen, das wird so heiß. Ich will das gar nicht sehen. Ich renne jetzt hier lang. Vielleicht darf man sie auch nicht angucken.
Ja, das kann auch sein. Wo ist hin? Lauf schnell. Oh, hier war ich gewesen. Ja, beeil dich. Falsch. Die schießen mit Pfeilen. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Jetzt bist du raus und dann kommen sie noch an und wollen dich abschießen. Mit Pfeil und Bogen. Ja, schon Wetter. Vielleicht darf ich nicht hingucken. Ich gucke jetzt nur nach unten. Also ich habe hier die Taschen angeschaut. Da steht schon wieder geschossen. Ach, scheiße. Du siehst es ja nicht, wo die schießen. Ich würde gar nicht da hingucken. Ich glaube, jetzt folge ich einfach den Fußspuren. Ja, würde ich auch mal an deiner Stelle. Upp. Nicht. Was ist hier los? Nicht zurückgucken, Schatz. Ja, hier ist ein Baum. Scheiße. Also das auf dem... Ah, okay. Da geht's weiter, Owei. Ein langer Weg noch, hä? Weil du hast doch einen Hubschrauber wohin schon gehört, oder nicht? Na, der ist bestimmt wieder weg. Na, super. Na, klasse. Wie viele Kilometer musst du denn da noch laufen? Was ist denn das für eine einsame Hütte gewesen, wo du da eingesperrt warst? Das gibt's doch gar nicht. Oder läufst du im Kreis? Nein. Lauf nicht im Kreis. Da pfeift einer wieder, Schatz. Mach dich da weg. Das gibt's doch nicht. Es gibt ja gar kein Ende. Ach, da hinten. Jetzt kommen die Schneeflocken näher, also irgendwas. Ich höre wieder einen Hubschrauber. Ja. Da hinten ist irgendwas. Ja, das ist ein rotes Licht. Oh, ja, oh Gott, du hast es geschafft, oder? Nun ist die Geschichte endet. Was ist das denn jetzt? Mal. Es liegt an dir, wähl du die Wende. Nun ist die Geschichte Ende, es liegt an dir, wählst du die Wende. Wo liegt der Weg, der dich befreit aus dieser argen Dunkelheit? Mit dem Schlüssel treffe deine Wahl und sperre nun dein Arsenal, Signal, Hubschrauber. Oh Gott. Muss aber testen, Arsenal, das ist bestimmt wieder... Nimm lieber Signal, oder? Ja, Signal. Ist besser. Signal. Ja, jetzt hast du das. Ja, genau. Signale und musst ihn jetzt was. Muss ihn jetzt Licht machen, damit er dich findet. Oh Gott. Pass auf, dass du nicht wieder abgeschossen wirst. Ja, 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 also. Ja, Hubschrauber, komm. Rette mich. Oh Gott sei Dank. Ja. Weil der Campus-Killer da drin sitzt. Nein, das wird er nicht sein, oder? Ich grüße dich. Hallo? Hat er dich jetzt geholt? Ich grüße dich, hat er gesagt. Ja, das war's. Oh Gott sei Dank, du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Genau, wir haben es geschafft. Pagan Peak, oh ja, ist 2019, ist schon ein bisschen älter. Grafik ist okay, macht Spaß. Ja, überleg mal, wenn du jetzt das andere genommen hättest, die andere Entscheidung, was meinst du, was dann passiert wäre? Ja, das kannst du jetzt ausprobieren. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe nicht in dieses Haus rein. Okay.